Und wenn ich euch allen eine Runde ausgeben würde, würdet ihr dann mit mir reden? Angreifen, du bist ein gefährlicher Säufer, ich werde dich zur Strecke bringen. Na, Hagrim ist klug genug, in einer Stadt kein Blutbad anzurichten, zumal wir draußen schon eins angerichtet haben, um unseren Elf zu retten. Und wenn ich euch alle eine Runde ausgeben würde? Svenno sieht es kurz in Betracht, er schaut die anderen an. Also gut, bringt uns was, mit dem wir unsere Kehle ihnen befeuchten können. Dann könnte ich gewillt sein, mit dir ein paar Worte auszutauschen. So. Also, soweit ich weiß, hat sich da was im Tagebuch einen Tag verändert. Und ich gucke ich mal kurz, ob ich ihnen nicht einfach dieses Bier hier geben könnte. Oder muss ich mit der Schankwirtin reden und ihr sagen, sie soll denen eine Runde geben? Greetings. Ich würde dem feinen Kern da drüben gerne eine Runde ausgeben. Dem feinen Kern? Jetzt willst du mich aber auf den Arm. Wenn ich hier noch mehr geschlägert wird, muss ich Svenno endgültig Hausverbot erteilen. Die Schankfuchse runzelt die Stirn. Bis dahin kostet das 6 Kupferstücke für alle. Können wir die Zahlung nicht überspringen? Es ist für einen guten Zweck. Oh, du aber nicht. Du aber nicht. Ich bin oft genug übers Ohr gehauen worden. Ihnen einen lustigen Abend zu verschaffen, kann man kaum eine gute Sache nennen. Pascal lacht. Wie sie dich überzeugt haben, glaub mir, es ist die Kupferstücke nicht wert. Good day to you. Okay, hier nimm die. Also gut, hier 3 Krüge für die 3 Narren. Auf, sieh dich bloß mit ihnen vor. Das sind ziemlich temperamentvolle Kerle. So. Ah, hier hast du dein Zeug. Well met. Du schon wieder. Was willst du denn jetzt? Ich habe mitgemacht. Hä, tatsächlich? Bei der Flamme. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich über einen Krug dieses Scheißbiers vom schwarzen Hund mal so freuen würde. Sehr nett. Bei den Göttern, das ist gut. Na gut, ich werde dir zuhören. Was hast du uns denn Wichtiges zu sagen, was eine Runde Met wert ist? Schau mal, den Müller zu bedrohen macht überhaupt keinen Sinn. Ihr habt ihn doch schon mit dem Rücken an der Wand. Vielleicht könntet ihr ein paar der anderen Dörfler um Hilfe bitten. Nein. Vielleicht könntest du mir mehr darüber erzählen, was hier vor sich geht. Es ist so, wie ich gesagt habe. Der Müller kontrolliert die Getreidepreise. Er behauptet von sich gerecht zu sein, aber ich weiß es sicher, dass Leute wie Aufra nur die Hälfte von uns zahlen. Der Zwerg seufzt. Und vielleicht sind wir ein bisschen grob zu ihm gewesen. Aber was hätten wir denn tun sollen? Wir können nicht mehr weiterzahlen. Wir werden verhungern. Und meinst du etwa, Trumbel würde das dann leid tun? Vielleicht könnte ich für euch mit Trumbel reden. Ha, glaubst du etwa zu ihm durchzukommen, wo wir es auch nicht geschafft haben? Der Mann ist so dumm wie ein Torfmoor. Ich habe gehört, dass er sich die Seele lesen ließ und herausgefunden hat, dass seine Verwandten Sondriat-Bäume für ihre ätherischen Fürsten anbauen, bis sie herausfanden, dass ihre Seite am Verlieren war. Das erklärt auch, warum seine Knie immer so schmerzen, wenn ein Fürst oder eine Lady über die Straße geht und er sich verbeugen soll. Dieser Feigling wird sich tagelang in seiner Mühle verschanzen. Der Zwerg mustert dich. Aber bitte, wenn du es probieren möchtest, dann wünsche ich dir viel Glück. Wenn du es schaffen solltest, hast du bei uns was gut. Okay, das ist hier wirklich ein zwiegespaltenes Schwert. Die Jungs sind arm, können sich kein Getreide leisten. Auf der anderen Seite gibt es halt nicht genug Getreide, dass er es einfach so zum Fenster rauswerfen kann. Deswegen, entweder spielen wir hier mal den barmherzigen Hagrim und kaufen ihm Getreide ab für die Leute. Ah, da ist die Schmiede, da wollen wir nicht hin. Oder wir überreden ihn dazu, dass er es günstiger herausgibt. Gott, haben wir mittlerweile schon viel Ausdauer, außer du hier. Du hast nur 150 Gesundheit, das ist ja so gut wie gar nichts. Okay, den sollten wir wirklich gucken, dass wir ihn aus Kämpfen raushalten. Also aus dem Schaden heraushalten. So. Hallo. Trumbel, die kurze Grüße. Und hattest du Glück bei Svenno vor? Svenno, ich habe mit ihm gesprochen. Trumbel atmet tief. Und was hat er gesagt?
Er sagt, du würdest die Bauern ungerecht behandeln, indem du die Preise erhöhst und ihnen verdorbenes Getreide gibst. Tobi schnaubt verächtlich. Natürlich macht er das. Er sagt schon seit Tagen. Seit Tagen nichts anderes mehr. Der Mann hat Wahnvorstellungen. Wenn er Getreide will, muss er dafür bezahlen. Was geht denn hier eigentlich vor sich? Trommel schüttelt den Kopf. Wo soll ich anfangen? Svefo hat sie fast zum Überstürmen gebracht. Kennen wir doch schon. Kennen wir alle schon. Svefo heute, ich habe keine weiteren Fragen. Gab es sonst noch etwas? Okay. Was soll ich denn hier jetzt machen? Hail Traveler. Was passt schon. Also hier kann ich nichts anderes sagen. An ihm komme ich schon mal nicht weiter. Und Svein vor Töten ist auch nicht die richtige Lösung. Ich überlege gerade. Bogenschütze, Wächter. Was kann ich mit ihm noch bereden? Also der Müller sieht sich schon mal nicht einverstanden. Was ist mit ihm? Reden wir noch mal mit ihm. Hail and well met. Vielleicht könntest du mir mehr darüber erzählen, was vor sich geht. Okay, wir könnten ihn mal dazu überreden, dem Müller etwas mehr Druck zu machen. Weil so gesehen, vielleicht könnten sie sich doch mal noch an den Verhandlungstisch setzen, wenn der Müller einsieht, dass er in Unterzahl ist. Tolle Hagrim-Logik, aber gut. Schau mal, den Müller zu bedrohen macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Ihr habt ihn doch schon mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht könntet ihr ein paar der anderen Dörfler um Hilfe bitten. Svenfo sieht dich einen Augenblick an, während der große Schluck aus seinem Krug nimmt. Schließlich seufzt er. Du hast recht, wenn es so weitergeht wie jetzt, werden wir nur an diesem Baum da enden. Er schaut seine Kameraden an. Sagt Trumbel, dass wir ihn in Ruhe lassen werden. Keine Ahnung, was wir angesichts des Ernteausfalls machen sollen. Sonst können wir uns kaum etwas dazu verdienen. Auf Kaska, wo er ein bisschen Hilfe in der Schenke braucht? Okay. Das lief anders als erwartet. Hail and well met. Und Helfer will ich wirklich keine anheuern. Ich will wirklich mit den NPCs arbeiten, die mir das Spiel gibt. Okay, draußen ist es windig. Bei mir. So, wir können ihm sagen, dass er ihn in Ruhe lassen wird. Und hoffen, dass... Also das Getreide hier sieht wirklich nicht besonders gut aus. Sure. So, gehen wir wieder hier rein. Pillars of Eternity wurde von Beiträgen von mehr als 74.000 Fans ermöglicht. Wir von Obsidian möchten allen für ihr Feedback, ihre Unterstützung und die Gelegenheit zur Staffung dieses Spiels danken. Ja, und ich möchte Obsidian für dieses tolle Spiel danken. Ich habe schon Jahre auf einen würdigen Baldur's Gate Nachfolger gewartet und ich bin zu Tränen gerührt durch dieses Spiel, ganz ehrlich. Trumbel. So. Good day, Stranger. Ich habe mit Svenor gesprochen. Ich konnte ihn überzeugen, deine Familie in Frieden zu lassen. Wie, jetzt echt? Das sind ja tolle Neuigkeiten. Ich war mir nicht sicher, ob du zu ihm durchdringen könntest. Die Hälfte der Zeit sind sie doch vor lauter Suff völlig von den Sinn. Ich stehe tief in deiner Schuld, hier für dich. Er nimmt sich seinen Münzbeutel vom Gürtel und drückt ihn dir in die Hände.
Die heutige Tageszeit nahm als Zeichen meiner Anerkennung. Außerdem kannst du dir sicher sein, dass ich alle wissen lassen werde, was du für mich getan hast. Also ja, wären wir jetzt ein Paladin oder ein... Also wären wir jetzt Bredow hier und nicht Hagrim, würden wir sagen, behalte es. Dir geht es schon schlimm genug. Aber als Hagrim sagen wir, freut mich, dass ich dir helfen konnte. Es haben wir eine Chance, durch das Jahr zu kommen. Tummel Grinsbreit. Und alles dank dir. Sichere Reisen, Freund. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld. Und mit dem Geld können wir weitermachen. So, damit haben wir schon mal dem Müller geholfen. Ich guck gerade mal. Den Trank hier und ich glaube das Bier auch können wir ihm hier geben. Was macht das? Minus 20 Erschöpfung? Nö, nicht unbedingt. Erschöpfung können wir uns leider nicht anzeigen lassen, gell? Nein. So. Es ist wieder Tag. Oder morgen, besser gesagt. Stunde 6. Ich würde sagen, wir nutzen jetzt mal die Zeit, da wir eine kleine Gruppe haben und gehen mal zurück zum, in das ins Talholz. Weil dort sind ja noch zwei Sachen, die wir erledigen möchten. Talholz, genau. 8 Stunden nach Talholz. Du kannst nur auf dein Lager zugreifen, indem du rastest. Ja, ist okay. Wir wollen jetzt erst einmal die Ruine hier uns jetzt unter die Lupe nehmen. Jetzt, da wir nämlich eine schlagkräftige Gruppe haben, dürfte das möglich sein. Vielleicht finden wir hier drin ja was Tolles. Wenn uns die Wölfe diesmal lassen. So. Hi. Du machst mal Geschosse auf den großen Wolf. Ah. Du, was ist das? Schmelztiegel der Seele. Der Wächter trennt die Lebensessenz seiner oder ihrer Feinde auf und erlangt dabei Ausdauer. Ah, das ist cool. Markierte Beute. So, Fenris, du greifst den Wolf an. So, also du machst markierte Beute, du zauberst und du gehst in die Verteidigungsstellung. So. Du kannst dem noch einen Verwundungsschuss erteilen. Hey. Du bist schon da in dieser Situation. Sag bloß, der kann seine Zauber so oft einsetzen, wie er will. Oh, ja. Sehr schön. Okay, der letzte. Okay, Fenris hat es ein bisschen erwischt. Alle anderen sehen noch gut aus. So, Pelze. Diese alte Mauer scheint einst die gesamte Lichtung gegeben zu haben. Nun ist hier nur noch ein kleines Stück davon übrig. Und die nach oben führenden Stufen sind zerbröckelt. Die Mauer genau untersuchen. Die schweren Mauerziegel sind moosbedeckt und glitschig, was das Klettern behindert. Die Steine selbst aber scheinen robust genug zu sein. Mit den richtigen Werkzeugen könnte man die Mauer erklimmen. Die brüchige Mauer ist selbst jetzt noch ziemlich hoch und ihre unebene Oberfläche verheißt einen schwierigen Aufstieg. Wer wird sie erklimmen? Ich selber. An einem der größeren Steinfelsen finden deine Hände Halt und du beginnst sie nach oben zu ziehen. Die unebenen Ziegel und überschüssigen Winkel
Die unebenen Ziegel und überschüssigen Winkel des Anstiegs erschweren dir das Klettern und deine Arme beginnen schon nach kurzer Zeit viel zu stark zu brennen. Du bist gezwungen, dich wieder auf den Boden fallen zu lassen. Okay, kann's alle. Er muss auch abbrechen. Und Elder. Ah, er erreicht die Oberseite.